Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Redstone gesammelt hier in der Einöde des Landes. Und werden uns jetzt auf den Weg zurückbegeben. Hier sind die Pferdchen. Hallo Pferdchen, na wie geht's euch? Draft Horse. Aha. Das sind Draft Horses. Okay. Und wenn es um Höhle ginge, hier wäre eine gewesen. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir gleich mal mit für unseren Prozessor. Ist doch Eisen gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt hier schon wieder tonnenweise an Ressourcen. Wir können auch einiges wegschmeißen, weil ich jetzt sicher keine von den Pflanzen benutzen und. Also die Pflanzen hier können weg. Die kann ich absolut nicht leiden. Außer ihr wisst, was ich mit denen machen kann. Dann können wir die uns ja wieder besorgen. Da steht einer meiner Arbeitstische. Warte mal, welche Richtung müssen wir in die, ne? Den Turm müssen wir uns irgendwann mal anschauen. Inspizieren, aber nicht unbedingt jetzt, weil jetzt würde ich... Oh, Eisen. Würde ich gerne nach Hause. Und die Vorbereitungen treffen für den ersten Speicherplatz, dass wir zum Beispiel schon mal die Rohstoffe einspeichern können. Um uns langsam vielleicht in Richtung auch der bestimmten Punkte zu begeben. Denn, oh, es wird schon wieder... Was? Wir waren so lange unter der Erde. Nein. Löcher überall. Waren die von mir? Hopp. Ich weiß gar nicht, wenn ihr die Folge seht, sind wir in der vorletzten Woche meine Abstinenz. Also wie gesagt, ich werde das Ankündigungsvideo werde ich noch produzieren zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt produziert wird. Interception hinter Interception hier. Dass ich halt alles vorproduziert habe, was in der Zeit gebraucht wird, während ich sozusagen arbeite in Tirol unten. So dass selbst wenn ich, weil ich habe geplant, länger unten zu bleiben, auch fürs Wochenende, dass ich dann euch Content bieten kann. Deswegen haben wir es ja auf 3 Videos die Woche reduziert. Aber wenn ihr die Videos seht, habt ihr es höchstwahrscheinlich ja mitbekommen. Hi Schnuckis. Ich wollte nur mal bei euch beim Wasser checken. Eieiei, der Trug ist leer. Oh, das könnte... wir brauchen... Das machen wir morgen früh. Ups. Kommt da drin auf? Schauen wir mal schnell mal, ne? Jetzt müssen wir dann die Viecher trinken. Ich muss kurz mal hier antworten. Ich habe später noch eine Spielsession. Egal, aber du musst die schon auf die andere Seite haben. Also, okay, jetzt erstmal. Wo war mein Eimer? Da war mein Eimer. So. Also habe ich weniger Stress, diese Aufnahmen zu machen und kann vielleicht heute sogar noch die Aufnahmen für Ding machen, für Planet Zoo. Essen wir von den meisten Kolben? Ja, ihr kriegt das. Keine Sorge. Da müsst ihr immer schon dafür vielleicht. Ich weiß gar nicht, warum wollte ich nochmal Fell? Irgendwas wollten wir, weil es Fell gebraucht hat. Boah. Ich finde es geil, wie die direkt aufs Wasser stützen. Ich hole nochmal einen Trog nach. So, aber wir sind bald bei der ersten technischen Errungenschaft. Wir haben eine Festplatte. Den trinken die immer sofort leer, das ist der Wahnsinn.
Kann ich von dem noch was hier reinschieben? Ein bisschen was geht sicher. Die Frage ist eher, wie viel geht's? Okay. Dann gehen wir schnell nach hier oben. Und schicken durch den Grinder schnell das hier durch. Durch den Grinder, durch den Pulverisierer. Und dann das ganze Eisen wieder. Eisen ist Pfeilgleis. Passierende Lokomotiven werden pfeifen. Am Pfeifengleis. Hochgeschwindigkeitspfeifen. Passierende Lokomotiven werden pfeifen. Aktiviert mit einem Redstone-Signal. Das ist elektrisch, das nicht. Aber das ist von Railcraft. Arbeitet das Teil? Ja, es arbeitet. Speicher schaut auch noch gut aus. So, okay. Leute, wir müssen jetzt ein ME-Laufwerk verbauen. Verbauen. Dafür brauchen wir nur ME-Laufwerk. Leute, wir müssen Applied Energistics wieder aktivieren. Applied Energistics hier. Dafür brauchen wir Quarz, Glas, Eisenbahn und das hier. Das wird relativ easy. Wir können ja sogar rein theoretisch zwei bauen. Was mich jetzt eher interessiert, warte mal, wo sind das jetzt? Wo sind die 1K? Hat 63 Typen Platz. Weil die 4K hat zwar mehr Speicherplatz für einzelne Sachen, aber nicht für so viele Typen. Und dafür bräuchte ich 3 1Ks. Und eine Kalkulations aus. An einem Quarzboard bedeutet, ich würde einfach 2 1Ks erstmal machen. Das müssten wir rein theoretisch auch mit dem Redstone hinkriegen, was wir haben. Bedeutet, wir brauchen 2 goldene Prozessoreinheiten. Bedeutet, wir brauchen mehr Silizium, ne? Zum Glück haben wir so viel Quarzkristalle gefunden. Ha. Du lieber Pulverisierer, ich brauche dich kurz. Hau mal die durch. Währenddessen kann ich ja durch den Ofen schon mal das erste Eisen durchballern. Aber wenn ich mich nicht irre, macht man Quarz. Warte mal. Bevor ich jetzt hier irgendeine Scheiße baue, ne? Silizium, genau, aus Quarz. Und dafür muss ich Quarzstaub nehmen und Glas. Aha, okay. Dann brauche ich eben ein bisschen was. Dann brauche ich ja eh ein bisschen was. Was sind denn die? Wie baut man die echt? Ach Gottes Willen, es wird ja ein Horror. Das sind dann die verdeckten Kabel und dann werden die immer dicker und dann ein dichtes ME-Kabel. Schlaues ME-Kabel. Die werden uns noch alle übernehmen hier. Wie läuft es hier mit dem Durchbrennen? Ja, läuft schon. Dann nehmen wir uns mal den ersten Quarzstaub mit. Wir brauchen ein Silikon. Ein kleines, feines Silikon. Und dann 2 Goldbarren. Und wahrscheinlich, was brauchen wir denn für eine... Oh Gott. Sag nicht, dass wir die Pressplatte zum Beispiel nicht haben. Logik-Schaltkreis. Kalkulation. Dich brauche ich. Und Logik-Druck. Oh Gott. Oder das müsste es jetzt... Nein. Oh, hey. Logik-Dock. Okay, perfekt. 2 Redstone, 2x Silizium. Gold brauche ich noch. Jungs, ohne Gold komme ich nicht weit. So. Dann gehen wir mal nach oben zu unserer Presse. Und tun... Logik-Gravur rein.
Dich haben wir raus. Jetzt haben wir noch das Golderz rein. So. Das ist gepresst. Dann noch das nächste. Dann tun wir dich raus. Dich rein. Zack. Ganz easy peasy. Das müsste jetzt zugepresst werden, oder? Rump. Geil. Das ist genial. Und dann, ah ne, warte mal, da müssen wir erstmal das raus tun und dann zack, zack, zack. Dann haben wir den ersten und den zweiten. Was haben wir hier? Ach, das Eisen habe ich schon rausgenommen. Bedeutet, MK1 Speicherplatz braucht jetzt Moment, 8 von denen. Natürlich nehmen wir die billigen. Weil die sind natürlich einfacher zu machen. 2 Stück davon. Und jetzt brauchen wir 6 Redstone, 6 Eisen und 2 Quarz. Das Glas, oder Glas. Brauche ich 4 Stück. Perfekt. Tübel, tübel, tübel. Quarzglas. Und dann müsste ich die ja eh schon machen können, ne? 1, 2. Besser als du. Ha, geil. Eingelagert sind sie schon mal. Genial. Jetzt müssen wir nur noch uns auch eine Zugriffsquelle bauen. Und das war ein, kein Fertigungsterminal, sondern eine ME-Konsole, oder? Oder war es doch eine Fertigungskonsole? Keine Ahnung. Aber es braucht so oder so eine ME-Konsole. Oh. Flux, Stau. Nein. Und den anderen? Also der ist so und der ist... Aber wir brauchen nochmal zweimal von diesen Teilen was, oder was? Das habe ich richtig... Wir brauchen sogar 3. Okay. 3 Gold, 3 Silizium und... Zur Sicherheit. Verarbeiten wir gleich mal das Gold weiter, wenn wir das Eisen hier durchjagen. So. Und dann können wir eh... Apropos, wo haben wir die andere Maschine hin? Die steht ja auch hier oben. Das brauchte Glowstone, ne? Dafür brauchten wir geladenen und Glowstone. Aber davon haben wir ja noch Glowstone. Nehmen wir mal die Hälfte mit. Und dann vom geladenen 6 Stück. So. Du kommst hier hinten. Ah, doch nicht der geladen. Ah ne, das waren die... Oh. Das wird eh schon wieder Nacht. Dann gehen wir mal kurz eine Runde schlafen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!